Heute bei 112 Retter im Einsatz. Ein unerklärlicher Fahrradsturz in Friedrichshafen. Langsam, 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 langsam. Ja. So, es kann jetzt einmal eng werden, gell? Mhm. Die Kollegen in Mainz finden eine schwierige Rettungssituation und eine Frau mit großen Schmerzen vor. Sie machen das super. Und das Team in Uhingen bekommt eine schockierende Einsatzmeldung. Kind, Nagel in Auge! Ich schicke Ihnen die Hilfe raus, die Rettungskräfte sind unterwegs. Wir begleiten 4 Rettungsteams in einer 12-Stunden-Schicht und sehen, was es heißt, Leben zu retten. Heute sind wir im schwäbischen Uhingen, in Mainz, in Heidelberg und in Friedrichshafen am Bodensee. In 41 Leitstellen im SWR-Land gehen minütlich Notrufe ein. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Und die werden dann an die Rettungsteams verteilt. Es sieht schlimmer aus, als das es ist. Wir kämpfen um jedes Leben, egal ob es ganz klein ist oder ganz groß ist. Die Retter sind immer mindestens zu zweit unterwegs und jeder hat seine festen Aufgaben. Teamarbeit in dem Job auf dem Rettungswagen ist das A und O. Es geht nicht. Als Einzelkämpfer bist du da draußen machtlos. Jeden Tag retten die Teams mit ihren Entscheidungen Leben. Denn sie sind zuerst vor Ort beim Patienten. Ich will mit Ihnen gerne mal in unser Fahrzeug gehen. Ja. Und einmal kurz drauf gucken. Kriegst du uns noch einen Doktor hinterher? Das ist eine Oberschenkelfraktur. Über 2 Millionen Einsätze machen die Retter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jährlich. Nicht immer ohne Folgen. Der Beruf hat mich insofern verändert, dass ich die kleineren Dinge im Leben zu schätzen weiß. Einfach, weil ich weiß, wie schnell sich's verändern kann. Ich fühle mich als besseren Menschen, weil ich einfach was Gutes tue. Und das ist für mich sehr wichtig. Der Rettungsdienst, das ist kein Beruf, den man sich einfach aussucht. Ich glaube, der Beruf sucht einen. In Friedrichshafen am Bodensee auf der Johanniterwache ist die Tagschicht seit 7 Uhr im Einsatz. Eben ging ein Notruf ein und der verheißt nichts Gutes. Das Dreierteam mit Azubi Alexander macht sich auf den Weg. Haben Sie mir die Straße? Ein Radfahrer ist schwer gestürzt. Alles klar, also die Rettungskräfte sind schon auf dem Weg zu Ihnen. Wir haben Radfahrer gestürzt, Kopfverletzung. Ja, ich hab's gesehen. Das Gefährlichste an Fahrradstürzen sind, wenn die auf Kanten fallen, ja, auf die Bordsteinkante oder auch mit dem Kopf in so einen Gullideckel. Und da kann es schon ganz eklig ausgehen. Da kann schon sein, dass da auch mal eine Knoche kaputt geht und dass es da wirklich zum, man redet dann von einem offenen Schädelhirntrauma. Oh, ja, Moment, warte mal kurz mit dem Aussteigen. Willst du ein Trauma weg? Ich gucke mal an. Hol's mal mit. Hallo, hallo. Ja, hallo. Was ist denn passiert? Ja, sind Sie mit dem Fahrrad gefahren, oder? Er hat mich überholt mit seinem Fahrrad. Okay. Ganz normal überholt. Und dann hat er guten Morgen gesagt vorher noch. Und dann ist er gefallen. Einfach so gefallen? Einfach so. Einfach gar nichts im Weg. Gar nichts. Er wollte was hier. Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente zum Beispiel? Ja, nehmen Sie, gut. Wissen Sie denn noch was vom Sturzereignis selber? Ich weiß gar nichts. Sie wissen gar nichts? Wir müssen Sie mit ins Krankenhaus nehmen. Ne? Wir müssen Sie mit ins Krankenhaus nehmen. Ne? Das war ja ein unklares Ereignis. Das heißt, der ist ja nicht über irgendeine über einen Stein, Gullideckel oder über ein Loch gestürzt mit dem Fahrrad, sondern die sagen ja, der ist ja gefahren, auf einmal ist er umgefallen. Dass da im Prinzip eventuell sogar noch ein schlimmeres Ereignis, sprich, vielleicht hat er einen Schlaganfall gekriegt, Schmerzen der Brust hat er nicht angegeben. Ja, oder der Kreislauf ist kurzzeitig mal von ihm, weil er vielleicht Tabletten, Herztablette oder irgendwelche Geschichten genommen hat, dass da vielleicht irgendwas noch passiert ist. Ich komme jetzt hier von vorne mit so einer Halskrause, ja? Langsam, 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 langsam. Olaf guckt, dass das T-Shirt nicht drin ist. Ja. T-Shirt ist raus. Guck mal, ich hab's. Gibt's hier? Ach du Fuck. Ja. So, es kann jetzt einmal eng werden, ne? Mhm. Können Sie mal den Mund aufmachen? Kriegen Sie gut Luft? Ja, gut. Bis jetzt hat sich der Patient seit dem Sturz nicht groß bewegt.
Die Zeugen haben gut gehandelt. Also das Beste bei einem Sturz ist ja einfach mal den Menschen so zu lassen, wie er ist. Nicht irgendwelche Bewegungen aufzwingen, weil man weiß ja nie, was passiert ist. Wenn der bei Bewusstsein ist, gesunder Menschenverstand anschaltet, mit dem Patienten reden, hi, wo tut's weh? Und sind die Patienten bewusstlos, plus Herztätigkeit, Kreislauftätigkeit, also er schnauft, ja, dann in die stabile Seitenlage. Und ansonsten, wenn der bewusstlos ist und ich merke, der schnauft nicht mehr, sofort mit der Herzdruckmassage anfange, mit der Wiederbelebung. Das ist das A und O. Ganz langsam. Drei. Pass auf. Drei, zwei, eins. Och. Ich halte Sie mal am Bund. Wir müssen ein Stück zurückgehen. Nur langsam? Ja, machen Sie sehr gut. Der Radfahrer hat zwar einen Helm getragen, könnte aber dennoch eine Verletzung des Schädels haben. Ich habe schon andere Situationen erlebt, wo Fahrradfahrer, wenn sie einen Helm aufgehabt hätten, heute noch leben würden. Habe ich gehabt. Also ich kann es jedem nur empfehlen, so einen Helm anzuziehen. Und die Dinger halten schon was aus. Ja. Er hat geatmet, er hatte Schutzreflexe. Sein Problem war, was man relativ schnell erkannt hat, er war nicht orientiert, er hatte eine retrograde Amnesie. Das heißt, er hat sich an das Ereignis nicht erinnert. Sie können sich an gar nichts mehr erinnern? Ja, Moment, nein. Also gar nicht? Was, wo wollten Sie denn hin? Wissen Sie das, wo Sie hin wollten? Oder wo waren Sie denn? Ich komme von daheim. Von daheim. Wo ist denn daheim? Ich gehe auch immer, weil ich einen Azubi dabei habe. Die sollen ja vorgehen, die sollen ja dann praktisch die Lage erkennen, die sollen dann ihre Maßnahmen machen. Ich sage dann immer, Alex, geh mit dem Olaf vor, mach das mal. Ich ziehe mich so ein bisschen zurück und gucke, wenn die Lage verrutscht oder wenn sie stottern oder wenn irgendwas ist, dann schreite ich halt so ein bisschen ein. Als erstes führt Azubi Alexander den Trauma-Check durch. Können Sie mal noch mal tief einatmen, richtig tief? Haben Sie dabei Schmerzen? Nein. Auch nicht. Und Sie fühlen sich auch nicht so, als ob Sie keine Luft kriegen würden? Nein, auch. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass es schlechter wird, übel, spucken, erbrechen, gar nichts? Und auch nicht schwindelig, das ist natürlich wichtig. Beim Alex ist, was ich an ihm schätze, ist, dass er sehr ehrgeizig ist, aber ein gesunder Ehrgeiz hat. Und ich weiß, dass der Alex seinen Weg macht. Und ich wünsche, dass der Alex nicht nur seine Notfallsanie macht, sondern ich wünsche auch, dass der Alex seinen Traum verwirklicht. Und auch mal irgendwann vielleicht mal in unser Auto kommt als Notarzt. Und dann muss der Alex dann mir sagen, was ich zu tun und zu machen lasse. Ob ich dann höre und sage, ey Alex, du kannst mir die Schuhe aufblasen. Das ist was anderes. Gut, also ich werde da jetzt nicht mehr viel rummachen. Ich würde jetzt sagen, aufgrund von der Geschichte, ich würde ihm gerne eine Vigo legen. Ja. Ja. Wir legen eine Infusion und würde dann sagen, dass wir dann so schnell jetzt dann ins Krankenhaus kommen, weil er nimmt nämlich blutverdünnende Medikamente. Man darf eins nicht vergessen, wir können da nicht reingucken. Das kann auch der Arzt nicht reingucken. Wenn nur der geringste Verdacht auf eine Blutverdünnung vorliegt, muss ich ein CT machen, weil er kann immer einbluten in den Kopf. Und dann haben wir einen Sekundärschaden, der einfach dann nicht mehr zu beheben ist. Ortswechsel ins benachbarte Bundesland Rheinland-Pfalz in die Landeshauptstadt Mainz. Nach einem Krankentransport bereiten Alina und Dominik von den Johannitern ihren Rettungswagen für den nächsten Einsatz vor. Oh. Mein lieber Kollege ist ein, ich finde, sehr empathischer und netter Kollege und sehr neuestem Notfallsanitäter. Und ich bin im Einsatz so seine rechte Hand, manchmal aber auch eine gleichberechtigte Teampartnerin. Das variiert so ein bisschen. Ich habe schon Desinfektionstücher geholt. Mit ihm, das sind eigentlich immer so die coolsten Dienste, weil wir so auf einer Wellenlänge sind und immer sehr viel Spaß bei der Arbeit haben. Das hilft Ihnen auch bei schweren Notfällen. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Wie alt ist die Frau? Alles klar, und das reicht aus, dass der RTW kommt, kein Notarzt, ja? Gut, alles klar, wir sind unterwegs. Ah ja. Nach Heidesheim. Treppensturz ohne, okay. Wir sind nach Heidesheim alarmiert worden, normale Fahrt, heißt ohne Sondersignal, so eine Extremitätenverletzung, sonstige. Na gut, vielleicht mit drei Treppchen runtergestürzt oder so. Da habe ich jetzt tatsächlich erst einmal nicht so viel erwartet. Die Erfahrung hat da bisher leider gezeigt, dass diese Einsatzmeldung meistens etwas wie einen gebrochenen kleinen Fußzeh oder
Ach, mir tut seit 3 Tagen mein Ellenbogen weh. Verwirkt. Ich hab so hart Hunger, echt. Immerhin, ich habe ein bisschen Geld dabei. So Not kann ich mir aber beim Bäcker holen. Gab's später. Taschengeld oder was? Mal wieder reizen wie ein Sack Kartoffeln. Ohne Essen und ohne Blaulicht fährt das Rettungsteam zum Einsatzort. Die Stimmung ist ruhig und gelassen, denn nach der Einsatzmeldung erwarten Dominik und Alina keine schweren Verletzungen. An der Einsatzstelle selber wurden wir dann schon erwartet von, ich schätze, das waren Nachbarn der Dame. Relativ steil, ne? Oh wei. Das Rettungsteam muss in den Garten. Und es wird gleich klar, dieser Einsatz ist alles andere als einfach. Seit 20 Minuten leihen sie da. Ich komme mal da rum. So, ich grüße Guten Tag. Sie. Hallo. Darf ich einmal Ihre Handtasche da wegnehmen? Ja, in dem Fall war es halt keine Lappalie, sondern es war wirklich eine schwere Verletzung. Als wir ankamen, haben wir die gute Dame liegen sehen und der Oberschenkel war sehr deutlich gebrochen. Das hat man aus der Entfernung schon gesehen. Es war einfach unglaublich wenig Raum zum Arbeiten, den wir da hatten. Wir hatten nichts, wo wir richtig unsere Sachen ablegen konnten. Wir konnten uns kaum koordinieren. Alles immer erst eine Treppe hochtragen, eine Treppe runter. Sind Sie auf den Kopf gefallen? Nein, ich habe nicht. Okay, ich schau trotzdem mal kurz in die Augen. Okay. Spisi, wie wollen wir denn jetzt weiter vorgehen, weil wir hier einfach keine Arbeitsfläche haben? Nee. Also ich komme jetzt gerade nirgendwo dran oder so. Ich würde Sie gleich... Ich muss ins Krankenhaus. Alles. Wir reden nur kurz miteinander, wie wir jetzt hier vorgehen, gell? Also, ich würde jetzt das Beinbord nehmen, das Beinbord runter und dann ziehen wir sie aufs Beinbord, weil anders kommen wir hier nicht hoch. Das Beinbord, das ist quasi einfach nur ein Brett mit Griffen an der Seite. Es kommt vom Spine, der Wirbelsäule, also im Englischen, was eigentlich mal konzipiert wurde, um traumatisierte Patienten mit einer Wirbelsäulenverletzung adäquat und schonend zu transportieren. Bauchschmerzen? Da? Da, wo ich jetzt bin? Oder wo tut's mir weh? Okay. DMS da? DMS intakt, okay. Das ist eine Femurfraktur auf der rechten Seite. Die Patientin war jetzt potenziell gefährdet, in dem Sinne, dass ein Oberschenkel im schlimmsten Falle eine große Arterie durch die scharfen Schnittkanten des Bruchs durchtrennen kann, beziehungsweise sich aus dem Oberschenkelknochen ein Fettpfropfen sich löst und in die Blutbahn gelangt. Im schlimmsten Falle in die Strombahn, also und dann in die Lunge zu einer Lungenembolie führen kann, die dann sehr, sehr gefährlich wird. Ich komme hier vor wie im Theater. Es tut uns auch leid, dass das alles so lange dauert, aber sie liegen natürlich jetzt auch gerade an einer sehr ungünstigen Stelle. Es passiert natürlich öfter, dass die Patienten gerade am Anfang ungehalten sind. Sie hat ja jetzt auch schon länger da gelegen und nicht unbedingt in der besten Position. Es geht einfach darum, falls irgendwas sein sollte, während wir sie jetzt umlagern, dass wir da direkt intervenieren können und dass wir vor allem auch einen Vorherzustand haben. Ne? Okay, es gibt noch einen Stich. Ist einer von Ihnen Arzt? Negativ. Wir sind beide vom Rettungsdienst. Ich bin Notfallsanitäter und die Kollegin ist Rettungssanitäter. Wir sind jetzt keine Hausärzte. Wir können keinen Husten, Schnupfen oder Heiserkeit behandeln. Das ist nicht unsere Aufgabe und auch nicht unsere Ausbildung. Ja, wir können Notfälle behandeln, heißt den Herzinfarkt, den Schlaganfall, also wirklich schwere, lebensbedrohliche Situationen, die können wir handeln. Nehmen Sie gerade so ein bisschen hier oben und ziehen Sie jetzt ein bisschen rum. Wenn es zu weh tut, sagen Sie das. Sie müssen meine Hüfte. Ja, ich ziehe Ihnen an der Hose. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Sie machen das super. Warte, warte. Hast du das Bein? Hast du das Bein? Ja. Okay, wir sind drauf. Zurück in Friedrichshafen. Hier ist ein Radfahrer gestürzt und keiner weiß wieso. Er hat eine schwere Kopfverletzung und alarmierende Erinnerungslücken. Sind wir nicht basiert? Genau.
Und du merkst, das sind die typischen Komozi. Er tut immer wieder erzählen, genau. Ja, sie sind gestürzt mit dem Fahrrad. Ja. Sie werden das in 2-3 Minuten nochmal fragen, weil sie leiden in einer Gehirnerschütterung, gell? Aha. Ja. Da gucken wir jetzt. Wir bringen sie jetzt mal ins Krankenhaus. Und wenn Sie nochmal fragen, erklären wir es Ihnen nochmal. Okay? Ich mach das mal. Versuchen Sie sich trotzdem mal zu entspannen. Das ist so wirklich der Klassiker, dass Sie einfach 10-mal auf der Fahrt fragen, ja, was denn passiert, wo bin ich und wer sind Sie? Und dann erklärst du das denen. Und dann schauen sie im Wagen rum. Und dann, ja, wer sind Sie denn, wo bin ich und was ist passiert? Und das kommt dann. Und dann kann man sich schon denken, oder da muss eigentlich auch bei jedem Rettungsdienstler dann die Alarmglocken losgehen, da ist was im Kopf. Ja, so wie es aussieht, der Herr ist gestürzt mit dem Fahrrad. Warum er gestürzt ist, wissen wir nicht. Wir wissen, was ein Herzpatient ist. Und Herzpatient heißt, der hatte wohl schon mal einen Herzinfarkt oder hatte zumindest mal irgendwas an den Herzkranzgefäßen. Und was halt jetzt aber primär erstmal ist, ist, dass er am Kopf verletzt ist. Er hat ein Hämatom, also eine starke Beule am Kopf. Und jetzt müssen wir halt da in die Chirurgie fahren, weil er wiederholt immer wieder seine Fragen, was ist passiert. Das ist immer so ein Zeichen für eine Gehirnerschütterung. Okidoki. Dann ich gehe hier mit drin und dann. Sascha, normal fahren oder was hättest du gerne? Wie Stau. Ja? Wenn Stau ist, machst du die Hupe an. Okay, alles klar. Wissen Sie denn jetzt, wo Sie hin wollten? Nein. Nein, auch nicht. Jetzt fragen wir den Patienten was anderes. Haben Sie kalt? Wir haben Sie gar nicht zugedeckt. Sollen wir Sie zudecken? Geht so? Na, dann machen wir das doch so, gell? Sie müssen sich jetzt vorstellen, das ist wie im Flugzeug. Was Sie wünschen, versuchen wir Ihnen zu erfüllen. Ja, so. Mein Kollege fährt jetzt. Und wir sind jetzt hier in Wackershaus und müssen dann gleich weg. Wie im Flugzeug. Tatsächlich geht es jetzt um Zeit, denn eine Einblutung ins Gehirn ist möglich. Ihre Beule wird dicker, ne? Naja, das sehe ich aus wie Champion. Ja, das ist aber als ob sie Champion gewonnen hätte. Also. Also nicht sie, sondern der Champion hat gewonnen. Ihren Humor haben sie nicht verloren, das ist doch schön. Man muss sich vorstellen, ich habe hier ein geschlossenes System. Da ist eine gewisse Anzahl von Flüssigkeit drin, in der Mitte des Gehirns, das ja weich ist, wie ein Schwamm, sage ich jetzt mal. Und jetzt tue ich einfach mal Wasser da reinfülle. Immer mehr, immer mehr. Und zwar wird das Hirn irgendwann mal verdrückt. Es drückt sich irgendwo hin, in der Regel nach unten. Und bei blutverdünnenden Medikamente, die tun dann natürlich dann das verstärken, ja. Weil dann gibt es keine Gerinnung mehr. Und dann blutet es und blutet es und blutet es, manchmal langsam. Je nachdem, auch was für eine Struktur betroffen ist, für ein Gefäß betroffen ist, geht es langsam oder es geht ruckzuck. Ich gehe schon mal vor, ja. Machst du eine Übergabe? Ja. Nach nur 7 Minuten ist das Klinikum erreicht. Jetzt sind wir im Krankenhaus. Das haben wir schon fast geschafft. Ich ziehe gerne jetzt einen Helm auf beim Fahrradfahren. Nach den letzten Einsätzen, wo ich sage, das möchte ich selber nicht erleben, dass ich praktisch ohne Fahrradhelm stürze oder angefahren werde. Bei der Entscheidung, jetzt einen Helm zu tragen, war es nicht die Summe der Fahrradstürze, sondern es war ein spezieller Fall, nachdem ich dann gesagt habe, boah, da musst du dran knabbern und da trägst du dann doch lieber einen Helm. Das Team in der chirurgischen Ambulanz hat entschlossen, dass es sofort ins CT gibt, aufgrund dieser Beule und der blutverdünnenden Medikamente, die dieser Patient nimmt, dass man einfach eine Hirnblutung einfach ausschließt, dass da nichts passiert. Plus, er wird sehr wahrscheinlich bestimmt mindestens 24 Stunden zur Überwachung da sein, weil sich solche Dinge auch später noch entwickeln kann. Ne? Da muss man noch gucken, ob am Auge auch, dass da nichts kaputt ist. Wir haben hier so ganz zarte, dünne Strukturen am Auge, die Orbita nennt sich das. Und das geht auch ganz gerne mal kaputt und klemmt auch gerne mal so einen Sehnerv ein oder sowas. Und das muss man einfach ausschließen. Auf der Rückfahrt wird das Team von diesem Einsatz abschalten und sich auf den nächsten vorbereiten, der sekündlich eingehen kann. In Mainz steht das Rettungsteam gerade vor einer schwierigen Bergung einer 70-jährigen Patientin mit einer schweren Verletzung. Sie ist unglücklich die Treppe hinaufgestolpert, ist dann ins Straucheln gekommen und hat sich dann halt im Rahmen dieses Fallens den Knochen gebrochen. Auf 3. 1, 2, 3. Sie machen das super. Was ist das Bein? Ja. Oh. Definitiv war das schon eine körperliche Herausforderung auch. Wegen der beengten Unfallstelle springt kurzfristig der Aufnahmeleiter des Fernsehteams ein und packt mit an. Jawohl. 1, 2, hebt an.
Okay, wir sind überall lose. Wenn es dir nicht mehr geht, dann meldest du dich, ne? So, es geht jetzt gleich so ein bisschen schräg, ne? Ich hänge an ihrem Bar. Ja, ist ja gut, da können sie nicht weiterrutschen. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen hochgehen, damit wir hier rumkommen. Da kann ein Patient noch so leicht sein, alleine Treppe irgendwie mit diesem Board da hochzukommen. Das ist einfach mega anstrengend. Wenn wir nicht dabei gewesen wären, hätte das Rettungsteam in der Nachbarschaft Hilfe gesucht oder per Funk eine sogenannte Tragehilfe nachfordern können. Doch so konnte wertvolle Zeit eingespart werden. Ich hatte überlegt, rufen wir sofort einen Arzt oder versorgen wir erstmal. Aber mir war die Versorgung da in dem Falle wichtiger. Die gute Dame hat halt 20 Minuten sicherlich auf uns warten müssen. An dem Tag war es nicht sonderlich warm. Heißt das, die Gefahr, dass die Patientin da auf dem Boden liegend auskühlt, ist hoch. Und zum Zweiten halt die Gefahr der Blutung ist da. Deswegen wollte ich, dass wir auch relativ schnell mal ins warme Auto kommen. Okay. Versuchen wir, ob du es ausstrecken kannst. Nein. Geht gar nicht. Welches? Das andere. Ja, ich muss halt nur mal schauen. Die Patientin wird auf eine Spezialmatratze umgelagert. So sollen ihre Schmerzen während des Transports minimiert werden. So, wir packen sie jetzt ganz gut ein hier. Wir drücken das so ein bisschen an sie ran. Dann ist es ganz feste. Ja? Und dann machen wir die Luft raus. Dann ist es richtig fest. Dass das steinhart. Okay? Dass da nichts mehr sich bewegen kann, wenn wir fahren. Dadurch, dass wir aus dieser Matratze die Luft absaugen und die mit so kleinen Styroporkügelchen gefüllt ist, können wir die Matratze individuell an die Patientin anformen und dadurch auch den Bruch, den sie hatte, auf ihre Bedürfnisse angepasst eben stabilisieren, damit der sich während der Fahrt nicht verschiebt, sie das Bein nicht groß bewegen muss. Aber nicht. Ja, so ein bisschen muss ich da leider bewegen, anders geht's nicht. Ganz vorsichtig, okay? Fühlt sich nichts an. Ja, sorry. Kannst du so ein bisschen hier anmodellieren? Ja, aber das ist eigentlich schon. Raus. Okay? Ja. Ah, ich drücke mein Bein da. Ja, so ein ganz kleines bisschen Druck machen wir drauf. Ah. Oh, keine Antikoagulation. Kannst du den Druck rausnehmen jetzt? Okay. Jetzt tut es aber ordentlich weh. Jetzt tut es weh? Ja. Das Bein hätten wir niemals ohne eine vernünftige Analgesie, heißt eine Schmerzmedikation, wieder richten können. Eins, zwei, drei. Okay. Oben. Oben. Die Schmerzmedikation, die die gute Dame gebraucht hatte, durfte nur ein Notarzt geben. Wir dürfen zwar auch Schmerzmittel geben, die aber in dieser Situation definitiv nicht ausgereicht hätten. Schickst du uns noch einen Doktor hinterher? Das ist eine Oberschenkelfraktur. Im schwäbischen Uhingen gibt es zur Mittagszeit das geplante Frühstück. Bisher war einfach zu viel zu tun. Bei Jessica wird immer gemeinsam gegessen, denn das Team ist für die 24-Jährige sehr wichtig. Ja, Franz ist für mich einfach eine Stütze, sowohl emotional als auch fachlich. Wenn irgendwas schief läuft, komme ich unglaublich schnell in Rage. Dann ist der Franz da und sagt, hey, so schlimm ist es gar nicht. Was war denn? Erzähl mal. Und er schafft es einfach, einen hier wieder runterzubringen. Ja? Und ja, er ist so der Wachenpapa. Doch mit der Ruhepause ist es schnell vorbei, denn die Pieper schlagen Alarm. Ja, wenn der Melder geht, dann ruft die Pflicht und dann haben wir zu springen. Im Schnitt kommt pro Minute ein Notruf in der Leitstelle an. Alles klar, die Rettungskräfte sind jetzt unterwegs zu Ihnen. Wow! Was war jetzt das? Keine Ahnung. Also es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Alarmmeldungen auf diesen Melder. Ja, das eine ist dieser schnelle Ton, das bedeutet, es ist ein Rettungsdiensteinsatz. Und einmal dieses kurze Piep, dann wissen wir, das ist ein Auftrag. Da haben wir noch 2 Minuten Zeit, bevor wir uns praktisch als Alarm einsatzbereit melden müssen. Der jetzige Alarm bedeutet aber große Dringlichkeit. Ladies first. Mille grazie, signore. Und jetzt
Was ist es? Das erfahren die Notfallsanitäter erst im Rettungswagen. Kind, Nagel in Auge! Die Einsatzmeldung lautete Trauma Gesicht Hals. Und als Bemerkung stand dann drunter Nagel im Auge. Ja, das kann für uns natürlich alles heißen. Kind, Nagel in Auge, ja, Fingernagel, oder? 83, 1. Frag mal, was für ein Nagel? Ist da bekannt, was für ein Nagel? Die benachbarte Leitstelle hat unsere Leitstelle darüber informiert, dass sie einen Rettungswagen brauchen. Das heißt, ich habe somit noch mal eine Person dazwischen, wo relativ viel Informationen verloren gehen können. Also arg viel Informationen waren es auch nicht, außer dass es sich um ein Kind handelt bei der ganzen Situation. Verstanden. Nagellack. Nagellack. Ist aber auch nicht schön, Nagellack. Kinder sind immer eine Besonderheit. Ist natürlich so, weil man assoziiert ja schon auch fremde Kinder mit den eigenen. Ja, meine Kinder sind jetzt schon relativ groß. Aber trotzdem, da hängt noch so ein bisschen Vaterblut mit dran, wo man denkt so, oh. Noch wissen die Notfallsanitäter nicht genau, was sie erwartet. Und dann gibt es kurz vor dem Zielort auch noch ein ganz anderes, unerwartetes Problem. Wow. Du gehst jetzt 2,5, 2,94 Meter. Wir sind da echt gut hingefahren, aber dann kam halt die Brücke und dann ging nichts mehr. Nehme ich nicht durch. Das ist voll blöd. Sonst sparen wir die halt schon, die wo da waren. Hi, sorry. Ja, wir kommen aber da nicht runter, wir sind zu hoch. Der Patient wartet, ja. Und wir stehen da. Perfekt, dann sollen Sie hierher kommen. Ja, ja, ich sag's. Ja? Okay, wir warten dann da unten. Okay? Perfekt, danke. Na, fürs Wundern, warten wir unten. Wir kennen uns nicht aus, also auch viele Möglichkeiten haben wir nicht. Entweder wir drehen um, suchen Alternativen oder wir bewegen uns zu Fuß. Wir müssen mal gucken. Soll ich hier warten, Jessie? Ja. Kommt mal her. Hallo. Was ist denn passiert? Kleber. Kleber? Ja. Können wir mal vorher ins Auto gehen? Wie heißt du denn, Mäusle? Rania. Rania, ich bin die Jessie. Hallo. Sollen wir mal vorgehen Richtung Auto? Ja? Ja? Komm mal mit. Hi, Maus. Sind Sie die Oma oder wer sind Sie? Hi. Hm. Wer sind Sie denn? Ich bin die Bekannte. Die Bekannte, okay. Schnell. Komm mal mit, Rania. Na, gucken wir uns das mal an. Ja, alles das gut. Glaub ich. Sie können ja ruhig mitkommen, das ist okay. Kein Problem. War das so ein fester Kleber oder war das ein flüssiger Kleber? Flüssige. Ja, flüssig. Flüssig, okay. Nimmt sie Medikamente ein regelmäßig? Nein, gar nicht. Rania, und das ist nur ins Auge gekommen? Ja. Okay, in die Nase oder in den Mund nicht? Nee. Gut, guck mal, dann steigen wir mal in das tolle Blinkeauto da ein. Okay? Dann darfst du da einsteigen, wo mein Kollege einmal ist. Und ich da guckt sich das mal schön an. Komm zu mir. Schnell, schnell. Komm her. Wir tun auch gar nichts. Da, nimm einmal Platz. Soll ich dir hochhelfen? Kriegst du hin. Darfst du dich einmal richtig hinlegen? Guck mal, dann machen wir es hinten gleich höher. Kann man ein bisschen gucken, dass wir da den Kopf hinkriegen. Einwandfrei machst du das. Super. Achtung, das bewegt sich. Und ist das an deine Schwester, die da dabei ist? Ja. Schwester. Komm, kannst du mich mal angucken? Nein, komm, ist auch da. Dann ist deine Schwester nicht so alleine. Ja, super. Und du siehst auf beiden Augen was? Jetzt gucken wir mal, was wir machen. Ja, ich sehe. Ja, super. Ganz klasse machst du das. Also man muss Kinder immer dort abholen, wo sie sich halt gerade befinden, auf dem Level, ja, an der Entwicklungsstufe. Am einfachsten ist natürlich, die Schwester da mit reinzunehmen, einfach aus dem Grund, die Patientin hat jemand, den sie kennt, andersrum auch. Und man sieht auch, dass wir gar nichts Schlimmes tun. Guckst du mal schon meinen Kollegen an und lässt mal auch gucken? Ich kann nicht gucken. Du kannst gucken, gell? Ah, da hat noch jemand. Aha. Alles gut, denn ist das das Corpus Delicti? Ah, Sekundenkleber. Nagelkleber. Ja. Ja, da, ich kann da ganz schön mal anrufen. Ich hab, glaub, Giftnotruf sogar drin. Ja, guck mal, das ist die. Die haben da 06131 drin. Währenddessen in der Medizinstadt Heidelberg am Neckar. In der Tagschicht des Roten Kreuzes arbeitet heute Rettungsassistent Bosco.
Bosco ist einer der zuverlässigsten Menschen, die ich kenne, hat extrem viel erlebt in seinem Leben. Bosco verlor während des Bürgerkriegs in Burundi beide Eltern. Sein Schicksal war ungewiss. Es kam dann durch den Krieg, kamen viele Hilfsorganisationen, darunter Ärzte ohne Grenzen. Ich habe mich beworben und ich wurde genommen. Und auf Dauer hat man Erfahrung gesammelt. Dann hat man sich gefühlt wie ein Sanitäter, obwohl ich keine Ausbildung hatte. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen im Jahr 2007. Mir war schon klar, dass ich weiter Menschen retten will, möchte, weil es ist tut so gut, einfach Menschen zu helfen, zu retten. Das ist einfach das Beste. Und der nächste Hilferuf geht bei der zuständigen Leitstelle ein. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Was genau ist passiert? Ja. Schauen Sie, dass die Person bitte sitzen bleibt, sich jetzt nicht mehr bewegt. Bosco und Patrick werden zu einem Patienten mit einem Kollaps gerufen. Das Einsatzstichwort Kollaps ist irgendwas zwischen: Der Patient hat heute noch nichts getrunken, nichts gegessen und der Körper kann einfach in dem Moment nicht mehr, bis hin zum Kreislaufstillstand. Heißt, wir müssen uns auf der Anfahrt eigentlich auf alles gefasst machen und nehmen dementsprechend vollständig unser gesamtes Equipment mit zum Patienten, um ihm vollständig helfen zu können. Nach nur 10 Minuten ist das Rettungsteam bereits am Einsatzort. In dem Fall kamen wir in die Wohnung und haben gesehen, wie mittelalter Mann vor seinem Rollstuhl auf dem Boden liegt und offensichtlich aus irgendeinem Grund nicht mehr zurück in den Rollstuhl kommt. Sind Sie aufs Gesicht gefallen? Nein. Nein. Also auf den Bauch? Oder auf den Rücken? Nee, der ist einfach so rausgerutscht. Rausgerutscht? Ja. Okay. Der kann sich einfach überhaupt nicht halten, sobald er 43 Jahre in MS hat. Der kann sich überhaupt nicht halten. Jetzt verstehe ich das. Okay. Gut. Wir fangen mal ganz harmlos an. Sie dürfen einmal den Mund aufmachen und die Zunge rausstrecken. Der konnte allein nicht mehr in den Rollstuhl. Ja? Und solche Patienten tragen normalerweise auch ein Hausnotrufgerät. Und sie dann Hausnotrufzentral schickt jemand, um diesen Leuten zu helfen, wieder in den Rollstuhl. Hm? Aber in dem Fall haben sie da doch 112 gerufen. Haben Sie irgendwelche Gefühlsstörungen in den Beinen schon vorher? Nein. Nein. Okay. Tut am Brustkorb irgendwas weh? Nein. Perfekt. Wir haben ihn zuerst mal untersucht, dass er keine Verletzungen hat. Und nachdem wir uns sicher waren, dass der Patient einfach nur aus dem Rollstuhl gerutscht ist und sich dabei nicht verletzt hat, haben wir uns dazu entschieden, ihn wieder in den Rollstuhl zu setzen. Das ist für den Patienten das Angenehmste. Darf ich mir Ihre Hand hier ausleihen? Die halte ich ein bisschen fest. Eins, auf drei. Eins, zwei, drei. Drei. So. Ich bin da. Wie sitzen Sie? Dann bin ich da. Bescheiden. Bescheiden. Okay. So. Okay, du hast die Beine. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Und drauf. Bandscheibe. So. Grüße. Tschakka. Bandscheibe lässt grüßen, da haben Sie recht. Wir sind topfit, wir konnten den Patienten von Boden wieder in den Rollstuhl mit Rautek haben wir gemacht. Ja. Aber hätte der Patient mehr gewogen als erlaubt für uns, hätten wir dann an Tragehilfe nachgefordert. Wie sitzen ja? Sie? Tut was weh? Weh tut nichts. Weh tut nichts. Was haben perfekt. Sie gemeint vorhin? Das ist schwer, aber wir sind stärker. Aber nur weil ich so, geben Sie mir 5 jetzt. Prima. Sehr gut. Ich wäre entspannt und würde sagen, er könnte hier bleiben. Wie siehst du das? Zucker ist bei 103. Würde ich auch perfekt. Sagen. Ja. Wenn wir machen das jetzt genauso, wie Sie das möchten. Darf ich mal was dazu sagen? Weil unbedingt. Ich finde, das ist sehr wichtig. Der geht überhaupt nicht auf die Toilette. Ja gut, muss er ja jetzt auch nicht mehr. Ja, so für das größere Geschäft. Das ist ein Riesenproblem bei ihm. Ja, es kann zu Darmverschluss kommen. Das ist dann nicht gesund. Ein Verschluss ist ein Verschluss. Und seit wann das Ganze? Okay. Das ist eigentlich seit sehr langer Zeit. Also nicht von heute oder von gestern. Wann waren Sie zuletzt auf der Toilette? Vor 3 Tagen. Hoppala. Wer Verstopfung hat, sollte primär erstmal zum Hausarzt gehen. Sobald Schmerzen
anfangen und der Patient wirklich Schmerzen hat, sollte er definitiv ins Krankenhaus. Ich würde sagen, lassen Sie das erste Mal über den Hausarzt mal durchgehen, und indem er auch Blutabnahme macht und so. Da kann man einiges schon herausfinden. Die Beschwerden des MS-Patienten sind eigentlich kein akuter Notfall. Doch die Lebensgefährtin hat große Angst, dass es ihrem Partner aufgrund der Verstopfung wieder schwindelig wird und dann Schlimmeres passiert. Dann im Endeffekt haben wir den Patienten auf Wunsch von ihr mitgenommen. Ja, das war so, dass die Ehefrau oder die Lebensgefährtin und so, die war überfordert mit der gesamten Situation. Okay, 1, 2, 3. Okay. Aus dem gemeldeten Rettungseinsatz wird für die Sanitäter so ein Krankentransport. Ich bin sehr froh, dass die Jungs gekommen sind und mir helfen. Und ich hoffe, dass sie nicht noch mal kommen müssen. Das ist nicht gegen sie jetzt, aber dass das endlich irgendwie in Ordnung kommt. Nee, das wünsche ich mir sehr. Der MS-Patient wird jetzt direkt auf die zuständige Station im Krankenhaus gebracht. Patrick und Bosco helfen eben, wo sie können. Die Kollegen in Uhingen haben derweil immer noch ein Problem. Zwar wissen sie mittlerweile, dass ihre 7-jährige Patientin Nagelkleber im Auge hat. Erfahrung mit so etwas haben sie aber bisher nicht. Der Franz hat sich dann um die Patientin gekümmert, hat mit ihr gesprochen. Ich habe dann den Giftnotruf in Mainz angerufen. Die Nummer stand auf dem Nagelkleber drauf, dass, wenn irgendwas passieren sollte, man sich an die Nummer wenden konnte. Wir sind mit dem Rettungswagen da, ja. Wir haben Nazel da. Ja, ja, haben wir da, ja. Aus Göppingen. Guck mal. Ja, das wäre Glück wie Pech. Das ist ein Glück wie Pech. Genau. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Info. Ja, ciao. Okay, also 10 Minuten einmal spülen. Ich habe der Dame kurz die Situation geschildert, was vonstatten ging. Sie hat dann in ihrem System nachgeschaut, wie in der dementsprechenden Situation zu agieren ist. Wir haben dann ausgemacht, oder sie hat mir dann die Anweisung erteilt, dass ich mit Nazel, also mit Kochsalz, das Auge spülen soll, mit so und so viel Milliliter. Und hat dann gemeint, ja, dass die nächstgeeignete Klinik dann eine Augenklinik sei. Du machst das super. Wer von euch hat mit dem Nagelkleber gespielt? Meine Mädchen mit uns, eine Freunde. Eine Freundin? Gut. Guck mal, du darfst mal da nach hinten stehen. Du darfst mal da Hanne das Bein von deiner Schwester ein bisschen kraulen. Okay? Und einmal geschwind die Hände. Alles gut. Keine Angst, alles passiert gut. Wir gucken nach dir, okay? Du brauchst da keine Angst haben. Du nimmst meine Hand und wenn es wehtun sollte, drückst du einfach ganz fest. Okay? Du darfst auch zubeißen. Okay? Komm mal her. Das kriegt man hin. Alles gut. Okay? Alles gut. Du machst das super. Super klasse. Guck mich mal an. Schnecke, guck mich mal an. Super, einwandfrei. Super, ganz toll hast du das gemacht. Ganz, ganz, ganz toll machst du das. Super. Ja, also die kleine Maus hatte auf jeden Fall eine Reizung von der Hornhaut und auch von der Iris. Kannst du normal gucken? Geht das? Siehst du alles normal? Nee. Nicht? Was ist anders? Ich kann nicht so gut euch sehen. Okay, aber du siehst was. Das ist doch ganz toll. Okay? Das ist ganz super. Und du machst das ganz klasse. Hat die beste Schwester der Welt, würde ich sagen. Ha? Die kleine Ranja muss dringend zu einem Spezialisten. Ihre Mutter wird sie begleiten, denn nur die Eltern dürfen weiterführende Maßnahmen erlauben. Ciao. Laut Gesetz muss das nächste geeignete Krankenhaus angefahren werden. Heute ist das die 45 Minuten entfernte Augenklinik in Stuttgart. So, dann darf die Mama einmal aussteigen. So. Wie soll man das machen? So? Komm her. Und schwupp, stehst? Na, Ronja, jetzt sind wir da. Hallo. Wir haben vorher telefonisch angerufen, die Ranja, 7 Jahre, mit Nagelkleber ins Auge. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Na, nicht zu danken, gerne. Tschüss. Das wünsche ich Ihnen auch. Man hat auch noch Klebereste gesehen. Die musste man jetzt noch spülen. Und dann denke ich aber, würde das mit einer 100%igen Rückläufigkeit der Symptomatik, wird sie aus der Klinik wieder rausgehen. So richtig los lässt der Fall Jessica noch nicht.
Aber wie die an diesen Nagelkleber kommen, das würde mich gar mal interessieren. Also wirklich. Das sind Kinder, die schaffen alles. Ja. Da gibt's kein geht nicht. Ja. Oder? Geht nicht, gibt's nicht. Ja. Als Empfehlung für zu Hause kann man natürlich schon sagen, dass man die Produkte außer Reichweite von Kindern verwahren sollte. Alles, was gefährlich ist, sollte einfach weg vom Kinderhirn. Heute geht es der kleinen Ranja wieder gut. Aber diesen Tag wird sie so schnell nicht vergessen. In Mainz hat die 70-jährige Patientin einen Oberschenkelhalsbruch und starke Schmerzen. Deshalb hat Dominik den Notarzt nachgefordert. Es ist in vielen Fällen eine Erleichterung, wenn der Notarzt dazukommt. Zum einen, weil mein Kollege dann ja die Verantwortung in gewisser Weise auch abgibt, da der Notarzt den Einsatz dann eben weiterleitet. So, das ist die Frau 49 geborene Patientin, ist die Treppe wohl hochgestolpert, dann irgendwie rückwärts runter, drei Stufen ungefähr, kein Sturz auf Rücken oder Kopf, ist irgendwie mit dem Fuß dann umgeknickt und verdreht, was auch immer, Oberschenkelfraktur auf der rechten Seite, sonst ohne Auffälligkeiten, keine weiteren Verletzungen, bis auf die Hand, die kleine Abschürfung. Problem ist halt nur, wir können das Bein nicht anfassen, das tut ihr höllisch weh. Und wir können, dürfen nichts geben, außer Nalbuphin. Sie sind der Arzt, ja. Das ist der Arzt. Okay, dann ist Dominik, komm. Danke. Wir lassen Sie jetzt kurz mal schlafen. Der Notarzt entscheidet, das Bein sofort zu begradigen. War auch in Narkose, die Dame. Dann konnten wir das Bein richten. Jetzt hören wir erstmal das Knie, gell? Ja, das tut etwas weh, gell? Ist gleich vorbei. Und das gleich. Super. Sehr gut. Super. Das war's schon. Es war dann wieder so, wie es sein sollte. Und konnten so in die Klinik fahren. Wir können. Also nicht wundern, wir fahren jetzt gerade in so Wohnsiedlungen oder so, wo halt keine Straße abgeht. Einfach für die Patientin, auch weil es angenehmer ist, dann ohne Martinshorn. Einfach weil das für die so eine Stressbelastung ist, wenn die halt die ganze Zeit dieses Düdeln im Hintergrund hören. Und wir machen das halt erst an, wenn wir in Regionen kommen, wo wir uns dann halt zum Beispiel sozusagen die Vorfahrt nehmen, in Anführungszeichen. Die Patientin sollte im Krankenhaus rasch operiert werden, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Dennoch hatte sie Glück. Die Patientin hatte insofern Glück, dass es draußen war und sie gehört wurde. Wahrscheinlich durch die Hilferufe, was auch immer. Wenn das jetzt in der Wohnung passiert wäre und niemand sie gehört hätte, hätte es in Umständen vielleicht sein können, dass sie da stundenlang liegt. Angekommen im katholischen Klinikum Mainz, weiß die Frau nicht mehr viel von der Narkose. Das Bein kracht. Das Bein kracht. Ist kracht jetzt. Hab ich nicht mitgekriegt. Nicht mitbekommen? Ja. Da haben wir was richtig gemacht. Hat's weh getan? Nein, war sehr gut. Sehr gut. Ganz, ganz, ganz selten, dass sich jemand bedankt. Und wenn, dann eher beim Notarzt, weil der hat ihn ja gerettet. Doch die beiden Sanitäter tragen das mit Fassung. Es war ein bisschen anstrengend, jetzt die gute Dame aus der Situation da jetzt rauszuretten. Aber sie haben es geschafft und mal wieder einen Einsatz erlebt, der zeigt, wie überraschend ihr Beruf wirklich ist. Auch die Fälle der Kollegen endeten versöhnlich. Der gestürzte Radfahrer in Friedrichshafen hatte keinen Schlaganfall als Auslöser für seinen Sturz und auch keine inneren Verletzungen. Mir geht's heute sehr gut wieder. Ich möchte mich auch bedanken an die Dame, die ich vorher noch überholt habe. Und die zwei Bauarbeiter, die mich anscheinend gefunden haben. Und natürlich die Rettungskräfte, die mir sehr geholfen haben. Die Seniorin in Mainz mit dem komplizierten Oberschenkelhalsbruch ist noch immer in der Reha. Erholt sich aber gut von ihrem Sturz. Und der MS-kranke Mann aus Heidelberg liegt momentan leider mit einem Virus erneut in der Klinik. Hier versuchen die Ärzte, eine Lösung zu finden, die dem Patienten und auch seiner Lebenspartnerin langfristig hilft. In der nächsten Woche bei 112 Retter im Einsatz. In Heidelberg werden die Sanitäter zu einer bereits bekannten Patientin gerufen, die keine Luft bekommt. Jetzt müssen Sie sich übergeben. Und in Kusel muss der Rettungshubschrauber kommen.
In Uhingen dagegen bringt ein Einsatz die Retter selbst in Gefahr.